Hallo, hier ist die Band. Und die Via. Also wir beide. Ja, genau, wir sind mal wieder losgefahren. Es ist Samstagnachmittag gewesen, leider ein bisschen zu spät. Richtung Solingen zur Sengbachtalsperre. Wollten mal gucken, ob wir hier ein paar schöne... Erstens in Haribo einkaufen und dann spazieren. Ja, ich zeige euch die Fotos nachher. Katastrophe. Katastrophe, richtig. Aber Haribo macht Kinder dick und Erwachsene ebenso. Mich nicht mehr. Aber nee. Ja. Aber es ist trotzdem schön. Es ist noch richtig, richtig schönes Wetter. Es ist ja sowas um die 10 Grad. Klasse. Obwohl ja, wir jetzt kein Wind, ganz still. Mitte, Ende Januar haben. Toll eigentlich. Na ja, gut, und ich zeige euch mal ganz kurz hier so, wir drehen uns einfach mal hier so mit uns. Einmal so langsam so rum. Ja. So, was man da hinten da auf dem Berg sieht, da, das ist Solingen. So, jetzt geht's weiter. Mitten hier durch. Ja, so sieht man einiges. Ja. Gut, wir zeigen euch gleich noch mal ein bisschen mehr. Mal gucken, ob wir noch ein paar schöne Luft. Hin. Ansonsten muss man hier mal morgens hinfahren. Super ausgebautes Wandergebiet, aber für 2 Stunden eigentlich viel zu wenig. Gute Parkplätze in der Nähe, ja, wo man auch mal eben schon parken kann. Teilweise kostenpflichtig, teilweise nicht, aber ganz nett hier. So, in dem Sinne, bis später. So, wir sind jetzt in der Nähe von Solingen. Wir wollen jetzt mal Richtung Sengbach-Talsperre laufen, mitten im Wald. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Sieht aber irgendwie ganz witzig und schön hier aus. Ja. Einmal hier so der Rundumblick. Wir haben schönes Wetter. Heute ist Samstag. Und die Leute sind alle unterwegs. Da vorne läuft die Via. Mal gucken, wie es dann gleich weiter aussieht. So, hier sind wir an der Staumauer, wie man es hier so sehen kann. Doch sehr beeindruckend. So, jetzt gehe ich mal hier rüber. Für die ganzen Selbstmordkandidaten hier einen Zaun gemacht. Naja, ich halte das mal hier so rüber. Ja, sieht doch mal ganz nett aus. So, wir haben gerade erfahren, dass es hier so gute 10 Kilometer, 15 Kilometer Rundweg gibt, alles asphaltiert. Aber da wir schon 16 Uhr haben, wollen wir das jetzt nicht machen. Das heißt, wir haben so gute 5 Kilometer bis zum Auto zurück, die werden wir jetzt machen, da geht's hoch, dann bis später. So, hier mal ein schöner Blick auf Schloss Burg. Ja, leider wegen Covid geschlossen. Das war eigentlich der Grund, warum wir hin wollten, ja, weil wir gesehen haben, dass wir da nicht parken können, dass da alles abgesperrt haben. Wir gehen einfach mal ein paar Meter weiter und gucken, ob wir ein bisschen spazieren gehen können. Haben wir ja gemacht, machen wir auch immer noch. Ja, ich denke mal, wenn hier die Pandemie vorbei ist, ist das bestimmt wieder mal ein richtig schöner Ort zum Wandern und zum Relaxen. In diesem Sinne, ich zeige euch später wieder aus dem Berg. Ja, so sieht das hier aus. Wir sind nicht alleine. Covid-Regeln gelten. Da vorne ist die Via, da geht's hoch. Sehr schön. Sehr angenehm. Es gibt hier auch viele kleine Wege abseits, wo man her kann, aber ohne eine vernünftige Karte, respektive ohne eine kurze Beschreibung, macht das keinen Sinn. Ja, so dieser Rundumblick ist schon schön. Da vorne wieder ein paar Abzweige. Ja, kann jedem nur empfehlen, hier mal im Frühjahr hinzugehen, wenn das Grün sprießt. Das ist bestimmt super. So, Spaß muss sein. Ja, und jetzt wieder runter. Und hopp. Ja, und hier mal ein Einblick in die Felder vom Bergischen Land. Ja, mit der letzten Sonne, die jetzt so langsam untergeht. Nettes Fleckchen Erde. Macht richtig Spaß hier. Typisch für das Bergische Land sind hier so diese Schiefer
Verschindelungen. Hier mein besonders schönes Exemplar. Ja. Wenn ich das gerade richtig verstanden habe, kann man hier diese Skulpturen kaufen. Oh, es sieht doch mal richtig nett aus hier so, ne? Oder was sagt ihr dazu? Sehr schön. Du siehst doch echt gut aus. Komm, wir machen mal ein Foto mit ihm gemeinsam. Stell dich mal da oben drauf. So, jetzt sind wir aber gemeinsam da drauf. Ja. Sottel, wir und der Bernsen. So, hier nochmal ein abschließender Blick ins Bergische Land hinein. Es hat Spaß gemacht, es wird langsam dunkel, es wird langsam kalt. Wir machen uns jetzt auf den Weg, die letzten 1-2 Kilometer zum Auto. Und verabschieden uns. Bis bald. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Gerne abonnieren. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Adele. So, wie versprochen, einmal hier der Raubzug bei Haribo. 4 Kilo Bruchware. Plus Ding, Tanzen, Kram hier. Das Beste sind natürlich die Lakritz. So, musste sein. In dem Sinne, viel Spaß.